Es staut sich wieder hier. Ich glaube, das ist immer vom Schiff. Das lässt sich fast gar nicht vermeiden. Alter, ich habe jetzt so viele Häuser neu gebaut, jetzt sind wir bei 96 Häusern unten. Also Ja, aber jetzt haben die wir auch wollen wieder trotzdem alle 300. ins Schiff zurück, hier unten, wenn ich mir das angucke. Ein Teufelskreis. Mit jedem neuen Haus, wo du baust, gibt es auch wieder neue Neugeborene. Ja, aber wir haben, ja, stimmt, wir haben plus 7,8. Ja, das ist richtig. Aber wobei kann man das denen nicht, das kann man nicht verbieten, ne? Kann nicht irgendwo sagen, nee, kriegt man keine Kinder, oder? So, jetzt passt mal auf. Hier fehlen mir noch die. Was fehlt hier denn? Stahldolche fehlen hier unten noch. Da sind sie noch im Auftrag drin. Ob ich denn irgendwo Stahl liege? Da habe ich keins. Da auch nicht. Da auch nicht, okay. Dann fehlen mir die noch. Wo sind denn die eigentlich? Die Geo Hast du hier oben irgendwie mal eine Geologenhütte gebaut? Nee, ne? Nee, da oben gar nichts. Da müssten wir noch Geologe bauen. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen so, ich habe jetzt Goldmine mal abgerissen. Bin gerade so ein bisschen am Erkunden und Erforschen, wo es noch, wo unsere Mine ablaufen oder vollgelaufen sind. Also weißt du, wo die nichts mehr finden und dann baue ich gerade neue momentan. Dass ich eine Mine austausche. Ist das hier Gold? So, aber das Gold da haben wir gerade abgerissen, da dürfte es eigentlich kein Alter, Gold hier mehr Schilder geben. hier stehen. Das sehe ich jetzt erst. Ja, Ist da. ja alles. Also da scheint es wohl irgendwie Kohle zu geben. Und Nickel. Viel, viel Nickel. Du kannst ja, wenn du unter dem Baumenü Rechtsklick auf die Mine machst, springst ja direkt hin und dann kannst du ja gucken, ob es da noch was gibt. Die hier zum Beispiel verstehe ich nicht ganz. Die scheint Effizienz 0 zu haben. Ja, es wird abgebaut. Da ist nichts mehr. Nee, da ist nichts mehr. Die kann man wegreißen. Die Silber ist Nee, die aufgebraucht. ist nicht fertig. Der wahre Ausgang ist voll. Deswegen baut die nichts mehr. Weil Ach so. normalerweise müsste die dann so wie an dem Turm hier so ein gelbes Fähnchen habe, wo dann sagt, hier gibt's nichts mehr. Und die Arbeiter, Ja. Ach die so. Minenarbeiter, die winke dann normalerweise dir zu und sage, hallo. Ja, nee, ich hatte gedacht, das hier wäre noch Kohle, weil hier zwei Kohleschilder standen. Ah, Aber, okay. Moment, aber die Kohle. Ach nee, Nickel war das. Ah, okay. Also die Na, ist Silber, egal. Aber wir, genau. ist, aber wir haben wir. Wieso ist das voll mit Silber? Hast du nicht gesagt Silber? Na doch, Silber haben wir genügend, ne? Wir brauchen ja nichts mehr an Silber. So, Holz haben wir ja auch. Mine Oh sehen alle Gott. gut aus. Silbertagebau ist okay. Eisenerz sieht gut aus. Wo ist der Wald hier? Kohletagebau hat auch keiner eine Fehlermeldung gerade. Himbeeren haben wir auch genügend. Ich frage mich, ob das Feuerholz irgendeine Bewandtnis hat, ganz ehrlich. Kupfer winkt. Was? Warum winkt der? Weil er voll ist? Achso, die winken, weil sie voll sind und nichts mehr zu tun haben, ja. Den hätte er auch winken müssen. Hat er aber nicht. Aber der winkt manchmal. Ah, jetzt winkt es in der Mähe. Und manchmal winken die Winke. halt, wenn sie nichts mehr zu, wenn sie voll gelaufen sind. Grenzsteine müssen wir auch genügend haben. Da haben wir uns schon Ewigkeiten nicht mehr Gedanken drüber gemacht, ne? Ja, die werden halt automatisch nachproduziert. Ja, 225, alles gut. Genau, da müsst ihr halt immer mal wieder. Ich habe hier oben immer mal wieder bei einen Turm gebaut, da mal wieder einen Turm. Was passiert denn jetzt mit den Ressourcen hier? Die wurde zum Großteil abtransportiert, die wir gebraucht haben. Der Rest ist jetzt gerade übrig. Okay. Na, ich sehe Silber, ne? Ja, Kohle ist nur noch eins da. Da hat es haben wir gleich alles Nickel. vernichtet. Himbeeren. Nicht, dass die Hasen das wegfressen. Genau, dass die uns die Kohle wegfressen. Die Hasen haben die Kohle gefressen. Kann doch sein. Ihr fresst hier meine Kohlen, ja. Könnte Jetzt brauchen mal. wir schon Ja. 40 Genussmahlzeiten Stand pro Neugeborenen. Okay. Das steigt, aha, okay. Das heißt, es wird immer schwieriger, Kinder dann zu gebären anscheinend. Also ein bisschen Silber, ja, das kann sein, dass das immer langsamer geht. Hast du ihn da Sind raus mehr Pilze Rohstoff gebraucht? ausgegangen oder was? Haben wir keine Pilze Vielleicht mehr? brauchst du auch noch ein Lager. Pilze, Pilze. Nummer 11.
Ich verstehe das mit den Tavernen. 11 plus 18, ja, da wird aber genug gebracht. Ja, aber guck doch mal in die Taverne rein. Da wurde eins mit Mais hergestellt und Mais hat nur 4 anstatt 6, deswegen hat es nur eine 13er Nummer statt 15 wie bisher. Ich finde die Schmelze so toll mittlerweile. Ja, weil da jetzt, das Mann, was da an Rohstoffe rumliegt, an so einer Schmelze. Weil die alles Mögliche schmilzt. Die braucht ja jetzt Kohle, Erz, Silber, Nickelerz, Golderz. Was macht der Typ da mit dem Besen? Er fegt durch die Kante oder was? Ja. Wie viel ist arbeiten, der Bastard? Mann. Was denn? Er muss halt sein Lade sauber halten, damit da keine Partikel in die Barre reinkommen. Hast du schon mal eine saubere Schmelzhütte gesehen? Die ist dreckig von oben bis unten. Ja. Oh, die Animation erinnert so stark an Siedler, das ist echt toll. Und da ist schon der Rückstau vom Schiff, so wie es aussieht, ne? Ja. Der Erfinder von Siedler, ja. Ja. Was hat er den Barren da hergestellt? Was macht er jetzt mit dem? Was ich lustig finde, ist, dass die ganze Leute, die ins Boot reingehen, die laufen auch die ganze Zeit wieder raus. Ja, da fehlt vielleicht noch die Intelligenz anstatt. Die werden wahrscheinlich ihre Aufgabe beendet haben, gehen ins Boot rein, kriegen eine neue zugewiesen, gehen wieder raus. Genau, so wird es wahrscheinlich sein. Deswegen staut sich da. Aber das Problem ist ja auch, wir haben nur einen Pfad zum Boot, ne? Hätten wir noch einen zweiten, wird es wahrscheinlich nicht so stauen. Ja, aber das bietet uns die Insel hier nicht so richtig. Es würde auch nicht, schneller gehen. Weil, ja, weil hier der Engpass ist. Dagegen, gleich hier vorne am Anfang die Holzproduktion zu setzen. Die hätte man ja umsetzen können, hätte man ja abholzen, dann hätte sie alles, das wäre alles Bauland gewesen hier. Ja, schon. Aber den Stau hätte ich trotzdem. Nö, dann könntest du ja Wege dazwischen ziehen. Das nutzt ja nichts. Hier nach da zum Beispiel. Ja, aber alle, die ins Boot wollen, stau sich trotzdem, weil das nicht schneller geht. Ja, weil wir alles zugebaut haben, ist richtig, ja. Ne, guck mal hier wird das immer berechnet. Direkt am Booteingang, da wird irgendwie immer berechnet, wer reingeht, deswegen stau sie sich da an der Ecke, siehst du das? Da oben, da wird immer berechnet, wer reingeht und da staut sich's dann. Ja, meinst du, ich glaube nicht, dass das eine Berechnung ist, aber ja. Ja, wenn du da 4 Pfade hättest, könnte trotzdem nur die gleiche Menge an Personen die Rampe hochlaufen. Ja, wir haben ja auch 400 Träger, die nichts zu tun haben aktuell, muss man ja auch sagen. Ne? Ich glaube, die Wohnhäuser, gut, was ich halt nicht verstehe, ist, hier vor der Wohnhäuser stehen überall die Leute rum. Warum werden dann die aus dem Boot eingesetzt? Und nicht die von dem Wohnhaus. Das ist doch näher dran. Das verstehe ich nicht. I don't know. Ich glaube, deine Soldaten sind fertig, oder? Hast du mal gesehen, wie die aussehen? Nee, ich glaube, es hat noch. Wen haben noch Stahl durchgefehlt? Oh, ich guck mal, ob der jetzt schon. Wer wird da fehlt noch? Uns fehlt noch ein Stahl durch aktuell. Wir können auch mal sagen, wir stellen hier oben mal die Eisenschwertproduktion jetzt ein. Alles mal auf Null runterfahren, nur die Silberdecke stellen wir noch her, wobei das immer schon voll. Noch 7% und haben wir es geschafft. Noch 7%. Yes. 3 stark verstärkte Rüstung sind schon im Zulauf. Ja, es steht und fällt gerade mit dem Stahl und die Stahlproduktion, die schwankt ein bisschen, weil wir zu wenig Eisenbar haben. Könnte ja, theoretisch alles, bei der. Ja, was müsst, noch Eisen verbraucht. Genau, du müsstest jetzt bei der ein oder andere Schmelze halt einstellen hier. Was weiß ich. So wie an der hier zum Beispiel. Schmelzt nur noch Eisenbar, sonst nichts. Die andere Schmelze, die wir haben, die schmelzt halt alles: Gold, Silber. Nickel, da wird halt alles geschmolzen. Ja. Können Sie auch einen Hochofen sagen, dass man keinen Stahl. Achso, nee, das brauchen wir ja. Verdammt. Der macht halt Stahl. Genau. Aber ich habe zum Beispiel Eisenbarren gerade die ganze Zeit für Eisenschwerter noch gebraucht. Jetzt habe ich gerade mal die Eisenschwertproduktion angehalten. Forellen das heißt, sind ausgegangen, Wolfi. Im Marktstand ist keine einzige Forelle mehr.
Oh, okay. Ja, du hast recht. Sind es die aus dem Meer? Nee, ich glaube, Hering ist aus dem Meer. Ja, Hering ist aus dem Meer, du hast recht. Das heißt, wir brauchen, bevor rennen, haben wir noch Angeldings da? Angeldings da, Werkzeuge müssten wir noch haben. Wir haben noch 40 Angeln. Nee, warte mal. 6 Angeln, das heißt, 2 Fischer könnte man noch bauen. Die brauchst. Ja, okay, einen baue ich hier hin. Zerforelle da oben. Forelle und Hering, hä? Was der hier? So, was ich jetzt gebaut hier, ne? Eine neue Wachturmsätze mal. Ach, der Hinter ist auf 10 Wache erhöht. Und okay, die Türme am Rand hast du überall mal 10 Wache reingepackt. Ich hab die, ja, was? Ja, damit es die Grenzsteine halt, ne? Genau, damit es da schneller geht. Genau. Damit uns das Land bald komplett gehört. Es muss alles unser sein. Ja, die roten Nerven noch, ne? Ja. Die müssen wir unterdrücken und unterjocken. Ja, ich glaube, die kann ich sogar dir einverleiben später. Hä? Das machen wir doch dann, hä? Kurz schon immer. Die ja, schließen ja. Sich uns doch an. Sei ja. Nee, schließt sich nicht an. Die sind dann nur befreundet mit dir. Und dann kannst du, glaube ich, entscheide, oder? Die sich... Was wir gleich übernehmen. Die haben doch dann die Arbeit ein. Hast du noch gesagt, die stellen dann die Arbeit ein, weil das halt alles nicht effizient ist. Sind das die Dolche, was die da bringen? Oder ist das eine Panzerung? Noch hier. Ja, das ist eine Panzerung. Sehe ich jetzt erst, wie hier die ganze Waffe lagern in der Ausbildungsstätte wird da die Waffe drin, Digga, das ist ja Wahnsinn. Schilde, die sich bis an Decke stapeln. Was ist denn der dritte? Achso, der läuft da. Über davon mal ein her. Da haben wir schon gewunken im Handelsposten. Ja, du kriegst doch deine Ware. Da hast du. Zack. Zack, jetzt kannst du los eiern. Ich glaube, die Eisendolch-Putzis und den haben wir ja, Klingetänzer. Die meisten Klingetänzer haben wir, glaube ich, auch schon hergestellt. Ja, noch der fehlt. Der Stämmelschild. Ein Handelsposten kann nur 3 Handelsträger haben, aha. Jetzt schicken wir hier mal alle zurück. Geht, alle geht. Freunde, geht. Dann geht doch. Noch 2. Jetzt kommt noch das 99. Ah, ne, da kommen sie. Da wird's geliefert hier. Da werden sie geliefert. Wir haben es jetzt geschafft. Wolfie. Haben wir es geschafft, gleich. Ich will noch auf jeden Fall alle Soldaten einmal in die Kaserne reinpacken. Ich weiß gar nicht, ob man das richtig steuern kann. Ja, packst du doch dann in einen Turm. Da kannst du, siehst ja, wenn es draußen steht. Nee, es funktioniert ja nicht. Also es funktioniert nicht, wie ich will momentan. Ich kann ja nicht sagen, stellen wir davon einen rein. 99%. Und? Und da kommt der Letzte. Da kommt der Letzte. Hundert.
Yay. Feuerwerk. Wir haben es geschafft. Guck, und die ist nicht automatisch unser. Aber wir haben sie beim letzten Mal übernommen. Ich hab nicht gesagt, dass sie automatisch unser ist, aber sie können sich uns anschließen. Ich glaube, irgendwo sind jetzt unsere Dings reingerannt. Irgendein Turm. Oh Mann. Meine Hellebarde kämpft. Ja, finde mal den Turm. Ah ja, ich hab. Da oben. Wo, sag mal, zeig mal. Hier. Also in dem Turm hier oben, da sind unsere Hellebarde-Kämpfer und unsere Eisellanze-Kämpfer drin. Ich versuche jetzt gerade mal zu. Ja, Veteranenwache, da ist sie. Hast du sie? Hier ist die Veteranenwache, ja. Veteranenwache ist der mit dem Eisenspeer. Ah, okay, der hat so einen Lederhelm. Hm? Und der hat eine Rüstung an. Die anderen haben, glaube ich, keine Rüstung, ne? Keine. Normal. Der hat, glaube ich, eine Kettenrüstung oder sowas. Nee, der hat nur der Eisenspeer. Das ist das einzige, was den unterscheidet. Aber, nee, der hat aber irgendwie an den. Okay. Nee, das ist der Eisenspeer, was den unterscheidet. Und die Elitewache ist hier direkt daneben. Die sieht auch gleich aus, aber die hat eine Hellebarde auf dem Rücken. Ach ja. Also optisch sind die alle gleich, nur dass die Elite-Wache halt noch eine Hellebarde hat. Achso, ich hätte gedacht, die haben. Ja, und die haben eigentlich Kettenrüstungen und die normale Wache hat eigentlich keine Kettenrüstung, aber optisch sehen die gleich aus. Da hätte ich jetzt keinen Unterschied erkannt. Hm. Ja, also optisch sind die leider gleich. Die unterscheidet sich tatsächlich nur an der Waffe. Schade. Gucken wir mal hier. Ich versuche mal hier unter. Die andere Kämpfer kommen zu lassen. Lass hier mal einen Elite-Soldat einmarschieren, aber den haben wir eigentlich schon gesehen, oder? Jetzt kommen hier automatisch nur Elite-Soldat oder wie? Ist egal. Dann lassen wir mal Klingentänzer noch kommen. Ah, okay, ich kann das dann abfragen, oder wie? Und nochmal der Höhe. Ja, sehr gut. Fragen wir das auch ab. Dann nochmal eins rein. Dann machen wir da nochmal eins. So, da fehlt noch. Dass ich noch ausgebildet werde. Ja. Ach, dem fehlt eine verstärkte Rüstung, guck mal. Kriegt man denn eine verstärkte Rüstung her? Ja. Zweifel herstellen, ne? Ja, richtig. Das heißt, wenn wir jetzt aber die restlichen noch machen hier, dann bei 200%, dann schließen sich uns an. So rum war das, ne? Genau, du musst jetzt die zum Beispiel 60 Laubholzbretter. Mache ich gerade. Die sind ja relativ schnell, wir haben 90 auf Lager. Genau, und dann müssen wir das andere Zeug noch anschließen. Das andere Zeug? Achso, das andere Zeug. Die Außenposte, genau. Was wollten die haben? Die wollten haben... Die Holzschilder und die stahlverstärkte Rüstung. Ja gut, die Holzschilder ist nicht das Problem, die stahlverstärkte Rüstung wird wahrscheinlich das Problem sein. Das ist ein Problem, ja. Holzschilder haben wir doch genügend, oder? 16, ja. 16 hier und du hast bestimmt in der Holzwerkstatt welche hergestellt, ne? Ja, Holzschilder haben wir 80 Stück gerade auf Lager. Ja, genau. Das heißt, Holzschilder sind gar kein Problem. Den Außenposten kann ich gleich anbinden. Hast du schon angebunden? Also der Stau zurück ins Schiff ist echt ein Problem. Da müsste sich mal noch Gedanken machen. Ich mir da angucke, wie viele Menschen zurück ins Schiff wollen. Ja, wenn ich das Schiff nur anklicke, dann siehst du das. Der Stau zieht sich ewig anstatt zurück. Anstatt einfach zu sagen, die neuen Aufgaben zu weisen, ne? Naja, gut. Ja. Das sind halt 300 Leute, ne? Und wir haben immer noch zu wenig Wohnhäuser. Naja, der Stau zieht sich echt ins Unermessliche hier. Wahnsinn.
baut man hier ab? Baust du da Lager? Ah, mit der Bretter, okay. Warum baue ich da? Das Problem ist, ich weiß nicht, wann es fertig wird, weil der Zimmerer könnte hier im Stau stehen. Irgendwo, ja, der steckt irgendwo im Stau fest. Weil aktuell läuft's. Kostende des Wortes. Warte mal, ach, da oben kommt er. Ja, da stand im Stau fest, okay. Hey, also der Verkehr ins Schiff rein, der nimmt ja nie ab. Das ist ja auch okay, aber 300 Leute da einfach, das ist einfach zu viel. Ich find's aber auch witzig, das hat irgendwas von einer Wuselei hier. Ja, das wolltest du doch. Ja. Das hast du gesagt, das ist der Grund, warum du das Spiel spielst. Ja, macht auch Spaß, ich finde das ganz witzig. Habe ich jetzt gerade, weil meine Rüstung hergestellt wird, die ich für den Auftraggeber habe. Hier. Da fehlt mir immer noch Stahl dafür. Und unsere Stahlschmelze, unsere Hochöfen, die laufen. Der Hochofen läuft auf Hochtouren. Da kommt auch Eisenbahn ohne Ende. Unsere Schmelze laufen jetzt auch bestimmt bald voll. Oh ne, nur lang nicht. Noch lange nicht, Wolfi. Noch lange nicht. Also Schmelzhütte bräuchte man tatsächlich mehr. Wenn ich mir das so angucke. Wie viel haben wir denn? 6? 5 aktuell, glaube ich. Ich meine 5. Das kann sogar sein, wir haben 6. Also 4 da unten, da oben ist die 5. Ich meine, wir haben 5. Da ist die 6. Wir haben 6, du hast recht. 2 Stück, die ausschließlich Eisenbarre schmelzen und dann nochmal 4 Stück, die alle Barre schmelzen. Also Silber, Nickel, Gold. Gut. Ich habe den anderen Außenposten angeschlossen, wird jetzt auch direkt losgeschickt. Der Stau, das ist einfach nur wahnsinnig. Ja, aktuell ist es ja nur, ne? Ja, vor allen Dingen ist das wenigstens ein Stau, in dem immer Bewegung herrscht. Also ich stehe ja nicht still, sondern da ist immer Bewegung drin. Mich würde interessieren, ob jetzt dieselben Träger das... Nee, die sind anderen Aufgaben zugewiesen, okay. Achso, er geht ins Schiff zurück. Okay, na, das ist ja dumm. Wir haben natürlich jetzt halt ja auch einfach mega Verkehr. Schon Kreisverkehr hier. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wenn ein Träger jetzt zum Beispiel der Aufgabe zugeordnet ist, ein Holzbrett in das Lager zu bringen, dann bringt das hin, legt es ab und dann wird er direkt eine neue Aufgabe zugewiesen oder halt gar keine. Nee, ich glaube, der muss erst zurück. Ja. Bevor er eine neue Aufgabe kriegen kann, muss er erst ins Wohnhaus zurück. Ja, das ist irgendwie komisch. Wenn das Wohnhaus halt am Ende der Stadt ist, ist halt doof. Ja gut, er nimmt schon immer das, was in der Nähe liegt. Also die in der Nähe wohnen, kriegen den Auftrag normalerweise. Ja, hier unten haben wir nur keins. Also das Schiff ist hier der nächste. Ja gut, aber hier haben wir ja einen Haufen Wohnhäuser. Trotzdem gehe die aus dem Schiff raus, das verstehe ich auch nicht. Ach ja, ganz. Stimmt, wir haben ja 4 Stück. Ja, 4 reichen ja nicht. Guck mal, wir haben auch nur 35 Wohnplätze. Auch die Straßen sind auch teilweise in beide Richtungen verstopft. Nö, nach oben geht's eigentlich. Geht nur Richtung Schiff nicht. Na, nach oben ist auch ein bisschen verstopft. Weißt du, da Richtung Marktplätze hier. In die Richtung, da stopft sich's gerade auch ein bisschen zu. Ja, weil das ist das Problem, weil da... Was bringen die denn? Ja, das ist das Problem mit den Köchen, weil die da einkaufen, ja. Oder? Halten die auf? Ja, die auch, ja. Ja, die Köche halten auf. Also wir müssen den Marktplatz oder die Marktstände so bauen, dass die Köche dann in Ruhe einkaufen können und nicht auf den Hauptwegen liegen, quasi. Ja, also. Theoretisch, ja, genau. Das ist eine Seitegasse. Ja, das ist eine Seitegasse sozusagen. Ja, genau. Oh, nein, einfach, ja. Weil das ist genau. Also wir hätten sie umdrehen können.
Die stehen ja jetzt zur Hauptstraße, hättest du umgetreten, hättest du eine Straße dazwischen gemacht, jetzt wäre es vielleicht einfacher gewesen. So, weißt dann du? Gucken wir mal hier, Oma. Oh, was denn? Was da wollen wir denn gucken? Da sieht man jetzt einen Veteranensoldat mal. Wie heißt denn das? Das ist der mit. Der Elite-Soldat hier ist der stärkste auf jeden Fall. Das ist der im Streitkolben und mit dem Stahlschild. Das sind die Elite-Soldaten. Dann gibt es hier den Meisterklingetänzer. Welcher ist denn das? Das ist der stärkste. Ja, das ist der daneben. Das ist der hier. Ja, genau, daneben. Das ist der mit der lila Rüstung. Ja. Der Meisterklingetänzer. Meisterklingetänzer. Ah, der läuft gerade auf die andere zu. Genau. Und das ist der Fisch. Der normale Klingetänzer. Das sind zwei normale Klingetänzer. Die sehen anders aus. Ja, und dann gibt es da oben noch der blinke Klingetänzer, der hat ein bisschen auf der Schulterplatte andere Panzerung. Und der ist grün, oder? Nee, die anderen sind auch grün. Ja, aber er hat eine andere Panzerung auf der Schulterplatte. Ja. Und andere Armbänder, pinke Armbänder. Genau, der eine hat lila, der andere pink und der normale ist der hier oben, der hat gar keine. Wie es aussieht, oder grün. Der Veteranensoldat unterscheidet sich nur mit dem Schild vom fortgeschrittenen Soldaten, ne? Der Veteranensoldat unterscheidet sich ja und eigentlich hat er andere Panzerung an. Der Elite-Soldat. Fortgeschritten ist der hier, genau, der hat ein Holzschild und eine normale Panzerung. Wo ist er denn? Ah, ganz da oben steht er. Veteranensoldat. Doch, der hat auch eine andere Rüstung an. Da oben ist er. Schwierig hier durchzustellen, weil sie ständig sich bewegen. Nee, sicher? Der fortgeschrittene Soldat hat. Also, der fortgeschrittene Soldat hat die gleiche, hat nur einen Helm mehr als der normale Soldat, wenn ich das richtig sehe. Und der Veteranensoldat hat die gleiche Rüstung, hat aber ein. Ja, du hast recht. Eisenschild. Anderes Schild und an. Genau. Aber die Rüstung sieht bei allen gleich aus. Genau, die Rüstung sieht so aus. Bis auf der Normalsoldat hat keinen Helm. Genau. Der Fortgeschrittene hat einen Helm und der Veteranensoldat hat halt anstatt ein Holzschild ein Eisen- oder Stahlschild. Genau, und der Elite-Soldat, der hat dann halt Streitkolben und Stahlschild. Genau. Und der andere, der Veteran, hat nur ein Eisenschild. Also die Schilder unterscheiden sich halt stark. Genau, erst unterscheidet es sich am Schild und später dann da. Okay. Ja. Aber die Elite und die Veteranenwache, die sind woanders, oder? Oder haben wir die überhaupt? Ja, die haben wir doch gerade vorhin angeguckt. Das sind die, wo der Ober einnehmen. Ach ja, stimmt, das waren die. Ja, stimmt. Die mit helle Bade auf dem Rücken oder Speer auf dem Rücken. Aber enorm unterscheidet tun die sich optisch eigentlich nicht. Da tun sich die Klingetänzer fast am meisten unterscheidet, tatsächlich. Die finde ich auch ganz gut. Die sehen richtig gut aus. Oh, wir haben es gleich mit 60 geschafft. Noch 7. Oh ja, wir haben gleich genug Holz. Und wir liefern schon die restlichen Gegenstände nach da oben, dann haben wir es geschafft. Ja, weiß ich habe ja angeschlossen. Ja. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sie angekommen sind. Und beim Handeln können wir jetzt theoretisch. Jetzt können wir auch andere Dinge mit denen theoretisch tauschen. Wir können jetzt zum Beispiel Kalkstein geschenkt bekommen. Und hier oben können wir auf Gold können wir Stoff erhandeln. Nee, brauchen wir ja alles nicht. Ist halt alles Unsinn. Du kannst auch alles nur einmal machen, wenn ich mir das sage. Umsonst, genau. Für Gold könnten wir jetzt noch, für Kupfermünze könnten wir uns Kohle kaufen. Das würde auch noch gehen. Das haben wir schon 16 Mal gemacht, dass wir ein bisschen ausgetauscht haben. Komm, bringt mir doch die Bretter. Ich stehe im Stau. Was ich auch toll finde, ist, dass sich hier in dem Rote Volk hier gibt es immer Bewegung. Das ist natürlich auch Absicht. Der NPC, das ist ja Absicht. Du wolltest ja einen Wuselfaktor haben, oder nicht? Genau, der NPC, der ist wirklich auch nur als Wuselfaktor da, weil wenn du die mal beobachtest und die bringen was ins Lager, dann kommt es im Lager nie an. Was mich eher interessieren würde, ist, breitet der seine Grenzen aus? Nee, der NPC macht gar nichts. Egal welche Stufe? Ja, das ist völlig egal. Die machen auch nichts, die NPCs.
die Gegenstände, die ins Lager bringe, die kommen da nie an. Also die lege es im Lager ab und im Lager ist dann einfach. Ja, das habe ich verstanden, aber das heißt also, die greifen nicht an, die machen gar nichts. Das die machen ist nur gar nichts, genau. Das ist nur Optik. Okay, da kommen jetzt die restlichen drei für die 60, dann haben wir es erschafft. Ja, aber wenn du hier beim Bergbau zuguckst und die bauen was ab, es bleibt immer gleich. Also der nimmt dann da 10, da gibt es 10 Erz, dann baut er ab, dann hat er Erz in der Hand, es sind aber immer noch 10 Erz da. So, wir haben erfüllt, plus 180 haben wir. Sehr gut. So, und jetzt brauchen wir noch die anderen. Jetzt brauchen wir noch das Zeug da oben, aber ich glaube, da waren wir schon weit, oder? Ja. Guck doch rechts oben, brauchen noch 5 Einlagerungen. Ja. Da, ich glaub, was mich eher interessiert, ist ja letztendlich, warum ist das so einfach? Warum ist jetzt der letzte Verbündete 80% nur so 60 Bretter in ein Lager bringen? Was ist das ja, denn? Das hättest du noch ein bisschen schwerer machen können. Aber ich glaube, dass du das auch einstellen kannst, tatsächlich. Wobei man aber sagen muss, warum willst du das überhaupt? Ja, du Vollständigkeit also, bis jetzt halber. Bis war es nie notwendig, während des Laufens des Spiels sich zu verbünden, um stärker gegen andere zu sein. Ich habe tatsächlich schon... Nee, aber ich habe tatsächlich schon Runde gespielt, wo der die dann komplette Weg blockiert habe. Also du musstest durch sozusagen, um dann dahinter die Aufgabe fürs andere Volk erledigen zu können. Verstehst? Das waren dann aber, das war eine Mission, ne? Genau, da gab es dann das rote Volk zum Beispiel hier. Und rechts daneben gab es das gelbe Volk. Und für das gelbe Volk musstest du zum Beispiel hier oben was abliefern. Aber das rote Volk hatte seine Landesgrenze bis zum Wasser. Das heißt, du konntest da oben nichts abliefern, weil das rote Volk dir den Weg blockiert hat. Also da gab es keinen Weg hin. Das heißt, du musstest das rote Volk dir einverleiben, damit du da durchlaufen konntest. Um die Mission fürs gelbe Volk dann sozusagen abschließen zu können. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber Wolf, jetzt sag mal doch mal bitte, was der Unterschied zwischen Fahrtsnapping ist und was nicht Fahrtsnapping ist. Das habe ich noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was du meinst. Du kannst mal gerade Fahrtsnapping umschalten, aber ich weiß nicht, was das heißt. Hä? Also. Man kann Pfade bauen, ne? Die Dinger, wo unsere Leute drauflaufen. Wenn das im Aufruf ist, du links einen Magneten daneben. Ich guck mir das gerade auch an. Aber ich weiß nicht, was der macht. Also, das ist ja auch neu. Also, ich hätte jetzt gedacht, Snapping ist das, wo dich automatisch zum nächsten Punkt quasi. Keine Ahnung, also die Pfadbindungsphase finde ich ja eigentlich ganz gut. Ja, aber die ist damit nicht umgeschalten, also. Nee. Was heißt denn Pfadsnapping dann? Mit dem Wohnhäuser hat es auch nichts zu tun, oder? Nee. Nee. Du meinst mit Anschluss von den Häusern oder so? Ja. Aber wirklich, habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich sehe aber auch nicht, woran man erkennt, dass man es umgeschaltet hat. Achso, doch, das ist einmal ausgegraut. Ja. Oder nett. Vielleicht muss man sich nochmal die Dings durchlesen. So, dann sind jetzt die letzten zwei hier unterwegs. Herr Wolf. Ja, ich sehe auch keinen Unterschied hier. Beim Part-Snapping oder nicht. Ach, okay. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert, also für mich funktioniert das genau gleich. Bei mir auch. Aber brauchst du hier noch einen Turm? Reicht die Reichweite von dem hier unten nicht? Ja, warum nicht? Weil das Spiel gleich vorbei ist. Ja. Ja, das ist Part Snapping, funktioniert genau. Ja, das macht keinen Unterschied. Wirkt kann sein, das ist noch gar nicht drin. Vielleicht nur der Button. Ja. Die Rubine quasi. Placebo hast du sozusagen. Schon eine Info, wann der Early Access vorbei ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal, also so richtig offiziell gibt es es glaube ich nicht, weil sie selber noch gar nicht wissen, was noch alles dazukommen soll.
Was zum Beispiel gerade so im Hintergrund, das ist auch nicht offiziell, was so ein bisschen Überlegung ist, da ja der Co-op offensichtlich gut funktioniert. Oh, guck, ja. Guck mal, wir haben es geschafft. Jetzt kann ich mit Fraktion vereinen. Hey, jetzt gehört sie uns. Jetzt gibt es ein riesengroßes Chaos, weil jetzt gibt es tausende gelbe Fahne und Rohstoffe, die geliefert werden müssen. Es bricht alles zusammen. Ja, war schön, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. War schön, dass ihr zugeguckt habt. Genau, also was noch im Gespräch ist, da hat der Koop funktioniert, überlege es sich tatsächlich, einen Multiplayer zu machen. Ein richtiger Multiplayer, also kein Koop, sondern ein Multiplayer, wo du dann zu zweit auf der Karte spielen kannst. Welchen großen Mehrwert es jetzt letzten Endes fürs Spiel hat, keine Ahnung, das sehe ich jetzt nicht wirklich. Wenn ein Multiplayer kommt, ob das Spiel jetzt großartig rausreißt. Also wenn man sich gegenseitig verkloppen kann, ja, von mir aus. Aber ob man sich dann die Türme kaputt hauen kann einfach und man dann sozusagen den Gegner Land verliert, was in dem Turmbereich, in dem Radius drin war, so könnte ich mir das vielleicht vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das denn ihre Priorität ist aktuell. Das neue Volk, was jetzt reinkam, finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja, die Scarfs, die man bekämpft hat, das fand ich eigentlich ganz cool, weil die selbstständig sich ausbreiten. Wenn man da hohe Schwierigkeit einstellt, kann das, glaube ich, schon ganz schön knifflig sein. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn du die mal besiegt hast, so jetzt die letzte halbe Stunde, lief das Spiel voll von allein. Du hast eigentlich nichts mehr machen müssen, eigentlich die letzte Stunde. Nur noch da sitzen und warten, bis es zu Ende ist. Ja, das ist richtig. Das ist, wir haben, genau. Genau, die Leute haben uns jetzt chillig zugeguckt, wie wir eigentlich nichts mehr gemacht haben. So wirklich. Ja, also die letzte Spielstunde ist so ein bisschen überflüssig noch im Spiel. Ich weiß aber nicht, wie man die anders gestalten könnte. Tja. So. Dann würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert rein auf YouTube. Genau. Schaut mal bei uns auf dem Discord vorbei oder auf Twitch. Und wir werden wieder spielen, wenn es das nächste größere Update kommt. Genau, mal gucken, was wir als nächstes spielen. Dann mach auf jeden Fall weiter, mal gucken, was wir als nächstes treiben. Vielleicht mal wieder Unrailed. Oder ich meine jetzt erstmal Pioneers of Pagonia. Bei Pioneers of Pagonia warten wir aufs nächste Update, das ist richtig. Das nächste größere Update auf jeden Fall. Ja, und auf Twitch, da denke ich mal, werden wir mal vielleicht Unrailed spielen oder wir schauen mal, ob wir vielleicht Kebab-Chefs weitermachen. Da gab es ja ein großes Update, hast du gesagt. Ja, richtig. Das können wir ja gucken, ob wir diese oder nächste Woche dann nochmal einen Stream machen. Ich würde gerne nochmal mit dir, weil es gibt eine neue Location. Das wäre schon interessant. Genau, und ich weiß, wie sehr du die Locations ja magst und dann schauen wir mal. Und es gibt einen neuen Schwierigkeitsmodus. Okay, dann macht's gut miteinander. Gute Nacht. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao.